So, okay, jetzt also die Höhenabschätzung eines B-Baums. Warum ist das eigentlich überhaupt interessant? Wir werden sehen, das ist hauptsächlich deshalb interessant, weil davon natürlich wesentlich die Anzahl der Seitenzugriffe, nämlich die Anzahl der Knoten, die ich laden muss, das sind ja die Anzahl der Seiten, die ich, auf die ich zugreifen muss. Das heißt, die Anzahl der Knoten im Baum, die ich besuche, die möchte ich jetzt minimieren. Und naja, das Ganze ist ein binärer nicht ein binärer, aber ein Suchbaum, ein MR-Suchbaum. Das heißt, ich kann natürlich jetzt über diese Suchbaumeigenschaft genauso wieder eine nicht binäre Suche, sondern MR-Suche machen und dementsprechend auch wiederum meine Suche auf den Pfad von der Wurzel bis zum Blatt eben beschränken. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns zuerst an und dann schauen wir uns an, wie hoch wird denn tatsächlich der Baum. Also weil wenn das passiert mit von der Wurzel bis zum Blatt ein Pfad, dann hängt das wesentlich, die Anzahl der Seitenzugriffe wesentlich davon ab, wie viele Knoten ich denn besuche. Also mit anderen Worten, wie hoch denn der Baum ist. Deshalb also wie gesagt, zuerst die Suche. Also die Suche in einem B-Baum funktioniert wie gesagt ganz einfach. Ich beginne die Suche in der Wurzel, so wie bisher auch. Und ich mache eine binäre Suche auf dem jeweiligen Knoten, weil ich weiß, der Knoten ist sortiert. Ja? Also die Schlüssel innerhalb eines Knotens sind sortiert. Und falls ich in diesem Knoten den Schlüssel finde, bin ich natürlich schon fertig. Ansonsten wird im entsprechenden Teilbaum rekursiv weitergesucht. Ne? Also nehmen wir an, wir suchen den Schlüssel 35. Dann lade ich zunächst mal die Wurzel des Baumes von der Festplatte. Meistens steht die Wurzel eh immer im Cache, aber das ist ein anderer Punkt. Ja, also ein Cache kann ich natürlich auch noch ausnutzen, aber das ist wie gesagt ein anderer Punkt. Also zunächst mal, Entschuldigung, gehe ich davon aus, dass ich die Wurzel reinlade. Dann suche ich innerhalb der Wurzel nach 35 mit binärer Suche. Gut, das kann ich mir hier sparen. Das ist nur ein Knoten in der Wurzel, ein Schlüssel in der Wurzel. Ich weiß, die 35 ist nicht die 30, also ich habe den Schlüssel 35 noch nicht gefunden. Der ist aber größer als das, was hier drin steht. Das heißt, ich muss hier in den rechten Teilbaum rein. Ja. So, dann muss ich also diesen Knoten hier laden, diesen Block von der Festplatte holen und in diesem Knoten, das heißt in den Schlüsseln, die auf diesem Block stehen, muss ich jetzt wieder die 35 suchen. Kann ich wie gesagt eine binäre Suche machen, weil die sind sortiert. Müssen so sein, weil sonst funktioniert das mit dem Suchbaum nicht. Ne? So, 35 ist größer als die 34, 35 ist kleiner als die 37, das heißt, ich weiß, es ist nicht hier drinnen, die 35 ist nicht hier drinnen, sondern es kann, wenn überhaupt, nur in diesem Teilbaum hier sein. Das heißt, ich muss diesen Teilbaum sozusagen folgen und als nächstes diesen Knoten hier also diesen entsprechenden Block von der Festplatte her laden und da drin wiederum suchen und da werde ich irgendwann mal dann die 35 finden mit binärer Suche. So, also mit anderen Worten, auch hier schaue ich mir wieder nur die Knoten an, von der Wurzel bis zu maximal einem Blatt. Es kann sein, dass ich ihn auch vorher schon finde, den Schlüssel, bis zu maximal einem Blatt auf dem Suchpfad. Auch hier gibt es genau einen Suchpfad. Ja, ich muss also immer genau einem Teilbaum, wenn überhaupt einen maximal quasi, einen Teilbaum weiter explorieren. Und das geht also genau auf einem Pfad von der Wurzel bis maximal zu einem Blatt. Das heißt also, die Höhe von so einem B-Baum bestimmt offensichtlich die Länge dieses Pfades. Gut, die Länge des Pfades ist die Anzahl der Kanten, aber viel wichtiger für mich ist natürlich die Anzahl der Knoten, die natürlich unmittelbar von Anzahl der Kanten abhängt. Ja, also wie viele Knoten muss ich tatsächlich als Blöcke von der Festplatte laden? Ja, also jedes Mal, wenn ich einen Knoten mir anschaue, muss ich den erstmal von der Festplatte hochladen. Und wir haben gesagt, dass diese Seitenzugriffe, das Laden von der Festplatte, das ist das Bottleneck. Nicht die Schlüsselvergleiche innerhalb eines Knotens, das geht mit binärer Suche sowieso fix. Also da kann ich mir auch nochmal Vergleiche sparen, aber das ist nicht das Bottleneck. Das Bottleneck ist tatsächlich, einen solchen Knoten als Block von der Festplatte her zu holen. Das sind die Seitenzugriffe. Also, deshalb jetzt ganz wichtig, was ist die Höhe von so einem Baum? Ja, und wir machen das wieder zweigeteilt, nämlich die eigentlich wesentliche Information ist, wie ist die maximale Höhe. Wir schauen uns tatsächlich aber auch noch die minimale Höhe an, einfach, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen oder einfach, weil wir es können. Ist ganz egal, aber zunächst mal also das Wichtigste sozusagen oder die wichtigere Variante ist, wie hoch wird denn der Baum maximal? Kriege ich eine obere Abschätzung von der Höhe des Baumes. Ja? Und
Genau, dazu schauen wir uns hier folgende Höhenabschätzung an. Erstmal nochmal ganz wichtig, diese strukturelle Invariante. Also der B-Baum hat jetzt eine zusätzliche strukturelle Invariante. Also erstens, die Blätter sind alle auf derselben Höhe. Das heißt, das ist ein balancierter Baum. Und die Balanciertheit von dem B-Baum ist jetzt noch krasser sozusagen, noch strikter als beim AVL-Baum, wo ja die Blätter, also die Teilbäume von der Höhe her um eins sich unterscheiden durften für jeden Knoten. Hier ist es so, dass die Blätter alle auf demselben Level, auf derselben Höhe sein müssen. Das heißt, er ist wirklich vollständig balanciert. Da gibt es keinen Teilbaum, der höher ist als ein anderer Teilbaum. Ja, das ist die eine Invariante. Und die zweite Invariante, die hatte ich Ihnen vorhin schon so, das war das mit der von hinten durch die Schulter und so weiter. Das ist diese Struktureigenschaft mit der minimalen und maximalen Füllmenge. Ja, also machen wir erstmal den allgemeinen Knoten. Der hat mindestens K-Schlüssel und maximal 2K-Schlüssel. Und damit hat er natürlich mindestens K plus 1 Verweise. Nämlich dann, wenn er K-Schlüssel hat, hat er K plus 1 Verweise. Wenn er K plus 3 Schlüssel hat, hat er K plus 4 Verweise. Er hat immer einen Verweis mehr als Schlüssel. Das heißt, er hat maximal, wenn es maximal 2K-Schlüssel pro Knoten sind, maximal 2 K plus 1 Verweise. Ja, also für M-Schlüssel im Knoten gibt es immer M plus 1 Verweise, ist klar. Ne? Sonst geht es mit der Suchbaumeigenschaft nicht. Bloß für die Wurzel gilt, die Obergrenze gilt nach wie vor mit dem 2K bzw. 2K plus 1 für die Verweise, aber die Wurzel darf auch nur minimals gefüllt sein mit nur einem Schlüssel und dann sind es 2 Verweise minimal. Ja? Das sind also die strukturellen Invarianten des B-Baums, die minimal und maximale Füllgrad und die Blätter sind alle auf derselben Höhe, das heißt der Baum ist balanciert. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie viele Schlüssel sind mindestens in einem Baum der Ordnung K enthalten, ja, und zwar in Abhängigkeit von der Höhe. Also wie viele Schlüssel sind mindestens in einem Baum drinnen der Höhe, der Ordnung K, ja. Damit bekomme ich sozusagen die maximale Höhe, ja. Also schauen wir uns das mal an, wenn der Baum 0 Elemente hoch, 0, 0, die Höhe 0 hat, ja, wie viele Schlüssel sind mindestens in dem Baum drinnen? Also wenn der Baum die Höhe 0 hat, besteht er nur aus der Wurzel, ja? Höhe 0. Also es gibt keine Kante, keinen Teilbaum von der Wurzel. Das heißt also, das ist nur die Wurzel. Also mindestens, wie viele Schlüssel sind mindestens in der Wurzel drinnen? Das sind mindestens, ist mindestens eine. Ja, pro Ebene, das ist, es gibt nur eine Ebene, das ist also mindestens eine. Und wie viele Verweise? Mindestens, das sind natürlich zwei. Ja, das ist eine untere Schranke hier. Das heißt also, beispielsweise für K gleich 10 habe ich bei der Höhe 0 mindestens einen Schlüssel und bei einem K von 100 habe ich mindestens auch einen Schlüssel. Ja, also die minimale Anzahl von Schlüsseln der Ordnung K gleich 10 ist bei der Höhe 0 1 und bei K gleich 100 bei der Höhe 0 auch 1. So, wenn der Baum die Höhe 2 hat, dann hat er auf der obersten Ebene mindestens 2k, beziehungsweise auf der ersten Ebene sozusagen nach der Wurzel mindestens 2k Schlüssel. Ja? Also der Baum der Höhe 1, der besteht aus der Wurzel und muss auf jeden Fall 2 und alle Blätter müssen auf derselben Ebene sein. Ja? Und alle Blätter haben mindestens 2k Schlüssel und damit hat auch die Wurzel mindestens 2k Schlüssel. Ja? Sonst wäre die Wurzel ja sozusagen, ja, sonst können wir alles noch in der Wurzel in die Wurzel reinkriegen. Ja? Das heißt also, es müssen mindestens 2 k Schlüssel eigentlich plus 1 sein, plus den einen in der Wurzel. Ja? Sonst passt alles noch in die Wurzel rein. Ja, damit wir überhaupt sozusagen Höhe 1 bekommen, muss es so sein, dass alle Schlüssel nicht mehr in die Wurzel reinpassen. Und das geht nur dann, wenn es mindestens 2k plus 1 Schlüssel sind. Ja? Das heißt also, insgesamt habe ich 2k plus 1 Schlüssel mindestens in diesem Baum. Das heißt, bei der Ordnung k habe ich 2 mal 10 plus 1, 21 Schlüssel drinnen. Ja? Und wie viele Verweise habe ich? Ich habe entsprechend immer einen Verweis mehr. Bei k gleich 100 habe ich 2 mal 100 plus 1, das sind 201 Schlüssel. Ja? Das heißt also, für k gleich 100, und ich meine k gleich 100 ist, ich meine 100 Schlüssel
auf einen 8 Kilobyte zu mappen, ist vermutlich gar nicht so schwer, ja? Wenn ich nur Schlüssel anschaue. Ja? Das heißt also, ich brauche schon mindestens 200 Schlüssel, um überhaupt mal die erste Ebene nach der Wurzel zu bekommen, sozusagen. Ja? Überhaupt Höhe 1 zu bekommen. Ja? So, wie schaut es bei Höhe 2 aus? Naja, jetzt können wir das Spiel weitermachen. Also, das ist offensichtlich ja, eins weiter, nämlich 2 mal k plus 1 mal k viele Schlüssel. Ne? Also ich habe sozusagen, damit die überhaupt nicht mehr hier in die ganzen erste Unterebene von der Wurzel passen. Ne? Also der Baum der Höhe 2 hat die Wurzel, dann 2k plus 1 Nachfolger von der Wurzel und dann nochmal eben, also das sind die 2 mal k plus 1 Nachfolger von der Wurzel und dann nochmal k Schlüssel, damit, also jeder von diesen Bäumen muss mindestens k Schlüssel enthalten. Ne? Jeder von diesen Blättern, Entschuldigung, muss mindestens k Schlüssel enthalten. Deshalb, wie gesagt, sind das 2k plus 1 mal k viele Schlüssel. Ja? Das ist die minimale, ja? Das ist die minimale Anzahl von Schlüsseln, damit es überhaupt zur Höhe 2 kommt. Ja? Wenn es weniger als so viele Schlüssel sind, dann brauche ich gar keinen Baum der Höhe 2. Ja? Dann passt alles noch in den Baum der Höhe 1 rein. Und die entsprechenden Verweise wachsen auch. Das heißt, ich kann es mit unterschiedlichen Ks wieder ausrechnen. Also 2k plus 1 mal k gibt entsprechend bei k gleich 10 241 und bei k gleich 100 schon 20.400. Ja? Das heißt also, mit 1000 Schlüsseln beispielsweise bin ich unterhalb dieser 20.000. Also 1000 Schlüssel passen ohne Probleme noch in einen Baum der Höhe 1 rein. Ja? Also irgendwas zwischen 200 und 20.000, all diese Anzahlen von Schlüsseln würden bei k gleich 100 noch in einen Baum der Höhe 1 passen. Ne? Weil das ist ja die minimale Anzahl von Schlüsseln für die Höhe 1 und das ist die minimale Anzahl dann Schlüsseln für dieses k für die Höhe 2. Ja, also alles, was unter dieser Zahl ist für k gleich 0, passt noch in einen Baum der Höhe 1 rein. Super. Ja, das heißt also insbesondere auch ein Baum mit den Schlüsseln, mit 1000 Schlüsseln passt noch in einen Baum der Höhe 1 rein. Naja, und so kann ich weitermachen. Sie sehen, das wächst hier entsprechend. Ne? Also jetzt habe ich für all diese Schlüssel, die ich hier habe, habe ich natürlich sozusagen noch die entsprechenden Teilbäume. Ja? Und da drin brauche ich natürlich auch wiederum also so viele Teilknoten habe ich sozusagen oder Blätter habe ich dann bei der Höhe 3. Und all die müssen natürlich auch wieder K-Knoten haben pro Blätter, um minimal gefüllt zu sein. Ne? Also die ganzen oberen Zwischenebenen sozusagen, die internen Knoten sind alle gefüllt. Bloß die Blätter sind genau mit der minimalen Anzahl von Knoten gefüllt, nämlich mit dem K. Und die Wurzel ist auch nur mit 1 gefüllt. Ja? So, und die entsprechenden Verweise wachsen eben immer um 1 mit, sozusagen. Ne? Oder um k plus 1 sozusagen mit. Ne? So, und dann sehen Sie hier zum Beispiel, also ich brauche mindestens 2.060.000 irgendwas Schlüssel, um überhaupt auf die Höhe 3 zu kommen. Ja? Das heißt, ein Baum mit einer Million Schlüssel wird nie höher als Höhe 2. Ja? Weil das ist deutlich unter 2 Millionen irgendwas. Das heißt, selbst mit 2 Millionen Schlüsseln wird der Baum nicht höher als die Höhe 2. Ja? Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Nachricht. Also dieses Zahlenspiel zunächst mal. Und jetzt ist natürlich eigentlich die Frage, wir wollen das natürlich jetzt unabhängig von einem konkreten K, sondern wir wollen das, was wir gerade sozusagen in den linken Spalten gemacht haben, das wollen wir jetzt generalisieren und davon eben jetzt ableiten, was ist die maximale Höhe von so einem Baum. Dazu brauchen wir natürlich die Bäume, die sozusagen die maximale Höhe mit der minimalen Anzahl von Schlüssel haben. Also das, was wir gerade gemacht haben mit der minimalen Anzahl von Schlüssel, was ist sozusagen die minimale Anzahl von Schlüsseln für eine gegebene Höhe? Ja, das wollen wir jetzt sozusagen allgemein fassen, ja, um dann eben die entsprechende Abschätzung auszuholen. Und das machen wir jetzt. Und hier ist es, also nochmal diese Höhenabschätzung, hier nochmal diese Invarianten, nochmal diese Höhenabschätzung. Also die Höhe 0, die minimale Anzahl von Schlüsseln bei der Höhe 0, haben wir gesagt, ist 1. Ja, klar, weil bei Höhe 0 besteht das Ding nur aus der Wurzel. Das heißt, die minimale Anzahl von Schlüsseln ist genau der minimale Füllgrad.
Ja? Und bei einem beliebigen K habe ich also immer genau einen Schlüssel als minimale Anzahl. Okay, das ist einfach. So, jetzt Höhe 1. So, das heißt in dem Fall, damit ich überhaupt zur Höhe 1 komme, muss die Wurzel sozusagen komplett gefüllt sein mit 2k. Ja? Das heißt, ich habe unten drunter, also ich habe, Entschuldigung, nicht, ich habe 2k Schlüssel plus einen mehr, damit ich überhaupt auf die Höhe 1 komme. Weil 2k Schlüssel, die passen ja hier oben noch in die Wurzel. Ja? Damit ich überhaupt einen Schlüssel runterziehen muss, aus der Wurzel raus, müssen es 2k plus 1 Schlüssel sein. Ja? Also die minimale Anzahl von Schlüsseln, die ich habe bei einem Baum der Höhe 1, das ist 2k plus 1. So, und jetzt kann ich das weitertreiben, damit sozusagen alle 2k plus 1 Nachfolger von der Wurzel wiederum maximal müssen, die werden erstmal komplett gefüllt und dann sozusagen wird hinten raus, also alle diese 2k plus 1 Schlüssel haben entsprechende Nachfolger und diese Nachfolger, das ist jetzt auf der Höhe 2, das sind jetzt die neuen Blätter sozusagen, ne? Das heißt also hier wieder Höhe 2, ich habe die Wurzel, da ist ein Schlüssel, minimal ein Schlüssel drin, maximal 2k Schlüssel drin, Höhe 1, da sind dann minimal 2k plus 1 Schlüssel drin, wenn die voll sind, die ganzen, Wurzel und Level 1 voll ist, dann muss ich Level 2 einschalten. Und das ist, wie gesagt, offensichtlich der Fall, wenn sozusagen die 2k plus 1 Nachfolger von der Wurzel alle voll sind und dann brauche ich eben mal k viele, ja? Weil die minimale Anzahl von Knoten auf der nächsten Ebene, die muss minimale Anzahl von Schlüsseln auf den Knoten auf der nächsten Ebene, also im Blatt, ist wiederum k. Das heißt, das ist hier einfach dieses mal k. Ja? Das heißt, das ist diese Anzahl von Schlüsseln und davon brauchen wir unten drunter wieder mindestens k viele, sonst gibt es die Knoten nicht. Ja? Sonst haben wir die Höhe 2 nicht. Und da alle Blätter auf derselben Höhe sein müssen, das ist die Strukturinvariante von den B-Bäumen, brauchen wir so viele Schlüssel, damit wir überhaupt Blätter haben und diese Blätter müssen alle mindestens k-Elemente haben. Das ist dieses mal k hier. Ja? Das heißt also, aufsummiert ist das 2k plus 1 plus dieses hier, das ist 2k mal 2k mal k plus 1 plus 1 plus 1. Ja? Und so geht das Spielchen weiter. Das heißt also, wir haben also jetzt jedes Mal, damit wir überhaupt ein neues Level einschalten sozusagen, alle Blätter müssen mindestens k Schlüssel haben und wir müssen uns überlegen, okay, wie viele Knoten sind denn da drinnen? Okay, also jeder Knoten auf dem Weg von der Wurzel bis zu den Blättern ist minimal gefüllt, nämlich habe immer nur 1 für die Wurzel und minimal immer nur k Schlüssel und auch die Blätter haben immer nur k Schlüssel. Ja? Das heißt also, wir müssen uns eigentlich nur überlegen, wie viele Knoten gibt es, ja? Und das ist dann eben mal k. Ja? Und dann hinten noch ein plus 1 wegen der Wurzel. Okay, so, das heißt also hier, das ist im Prinzip die Gleichung, die uns interessiert. Höhe 0 mindestens 1, Höhe 1 ist es mindestens 2k plus 1, Höhe 2 sind es mindestens 2k mal k plus 1 plus 1 plus 1. Hier sind es 2k mal k plus 1 Quadrat plus k mal plus 1 plus 1 plus 2 und so weiter und so weiter. Ja? Und das kann man jetzt eben hier sehr schön in diese Formel einpacken. Na, das ist das 1 plus, das wir da hinten haben. Das ist hier vorne jetzt 1 plus und das ist 2k mal dieser ganzen Summe hier. Das ist offensichtlich k plus 1 hoch irgendwas, nämlich dieses hoch irgendwas, das i, das wird hochgezählt, nämlich von 0, das ist nämlich 1, k plus 1 hoch 0 ist 1, k plus 1 hoch 1 ist k plus 1, k plus 1 Quadrat, k plus 1 hoch 3 und so weiter und so weiter. Das Ganze geht offensichtlich bis h minus 1. Ja? Also das hier innen drinnen, das ist die Summe hier, ja? 2k mal diese Summe plus 1 steht hier vorne einfach. Das ist die minimale Schlüsselanzahl eines Baumes der Höhe h. Ja, das heißt also, die Schlüsselzahl
in einem Baum der Höhe H ist Minimum das hier. Und das ist ja offensichtlich der Worst Case an Baum, ja, um jetzt die maximale Höhe abzuschätzen. Ja. Und diesen Ausdruck hier, den kann man auch nochmal schön vereinfachen hier. Das ist nämlich nichts anderes als 2 mal k plus 1 hoch h minus 1. Da muss man einfach, entweder kann man sich überlegen oder man setzt einfach hier wieder die schöne Summenformel ein. So, das heißt also mit anderen Worten, die minimale Anzahl von Schlüsseln ist das hier in Abhängigkeit von der Höhe. Ja? Und wenn ich jetzt aber die Höhe in Abhängigkeit der Anzahl der Schlüssel haben will, dann muss ich hier den Logarithmus offenbar nehmen. Ja, das heißt also, ich habe jetzt h auf der linken Seite und das ist offensichtlich kleiner gleich die Anzahl der Schlüssel. Ja? Und jetzt hier Logarithmus, hier den Logarithmus gezogen. Das heißt, ich habe also log k plus 1 zur Basis k plus 1 offensichtlich von s, das minus 1 hier rüber, von s plus 1. Und die 2 kommt natürlich hier als halbe nach unten rein. Ja? Das heißt, das ist ungefähr, ja, also was heißt ungefähr? Also wenn wir O-Notation nehmen, ist das log s. Also log s ist ja die Anzahl der Schlüssel, also n, die Anzahl der Schlüssel in meiner Folge, die ich ursprünglich hatte. Das heißt, das ist O von log n. Ja? Die Höhe ist auf jeden Fall beschränkt nach oben in der Größenordnung von log n. Und das ist genau die gute Nachricht einer ganzen Geschichte, weil das nämlich jetzt bedeutet, dass wir eben dieselbe Höhenabschätzung haben vom Suchbaum her, ja, und eben im schlimmsten Fall log n viele Seiten, auf log n viele Seiten zugreifen müssen. Im schlimmsten Fall, im besten Fall ist natürlich der Suchschlüssel gleich in der Wurzel. Ja. Im schlimmsten Fall haben wir eben eine Anzahl von Seitenzugriffen in der Größenordnung von O von log n. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Wie gesagt, wir können das ganze Spielchen auch umgekehrt drehen. Das heißt, wir können genauso gut auch eine Höhenabschätzung für den Best Case machen, sozusagen. Ne? Also was ist sozusagen der maximale Anzahl von Schlüsseln in dem Baum einer gewissen Höhe? Ja, können wir genauso machen, dann kriegen wir sozusagen eine untere Schranke. Machen wir. So, das ist hier, also wie viele Schlüssel sind maximal in einem B-Baum der Ordnung K enthalten? Na gut, also für Höhe 0 ist offensichtlich die Wurzel und die Wurzel muss maximal gefüllt sein. Ja, das ist genau dieses 2k hier. So, für die Höhe 1 bedeutet, die Wurzel ist drinnen, komplett drinnen und alle Teilbäume. Wie viele Teilbäume gibt es? Es gibt 2k plus 1 viele Teilbäume. Ja, das sind die Verweise hier. Und die sind auch alle maximal gefüllt, also 2k. Ja. Insgesamt gibt es 2k, so viele plus 1 natürlich. Ja. So, Höhe 2, genau dasselbe Spielchen. Also wie viele Verweise gibt es? Es gibt so viele Verweise und die sind alle, also so viele Knoten und die sind alle maximal gefüllt, deshalb 2k mal so viele Verweise, insgesamt dann eben plus 1 und so weiter und so weiter. Ja? Das also sehen Sie hier für unterschiedliche Ks auch nochmal. Ja? Also Sie sehen eben auch hier, was wir vorhin schon hatten, maximal für die Höhe 2 sind es eben 8 Millionen Knoten, Schlüssel können da drin sein. Und sie sind immer noch Höhe 2 sozusagen. Ja? Gut, und wie gesagt, das können wir auch jetzt abschätzen. Also das heißt, hier die Höhenabschätzung nochmal. Also Höhe 0 haben wir gesagt 2k Schlüssel, 2k plus 1 viele Verweise. Das heißt, auf dem nächsten Level brauchen wir, um wieder voll zu sein, sozusagen, damit alle Blätter voll sind. Wie viele Blätter gibt es? 2k plus 1 viele und alle Blätter sind maximal gefüllt. Das heißt 2k plus viele plus 1 viele mal 2k, das ist die maximale Füllgrad. Ja, was wir vorhin minimal hatten, haben wir natürlich jetzt maximal. Und insgesamt haben wir dann natürlich so viel plus das, was wir oben hatten. Ja, also 2k viele nochmal. Ja, 2k plus 2k mal 2k plus 1 und dann haben wir einfach das 2k ausgeklammert. Ja, das heißt also genauso wie hier vorne, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bei der minimalen Abschätzung. Also wir haben so viel Schlüssel, so viel Verweise. Auf dem nächsten Level haben all diese Unterbäume natürlich
minimal Füllgrad, K, also das ist jetzt genau von unten her nochmal abgeschätzt. Wir haben minimal zwei Blätter und die sind minimal K gefüllt. Das heißt, insgesamt haben wir diese 2K plus den einen Schlüssel in der Wurzel. Ja, und auf dem nächsten Level und wir haben bei 2K vielen Schlüsseln in den Blättern, 2K plus 1 viele Verweise. Okay. Im nächsten Fall haben wir für diese 2K plus 1 vielen Blätter wiederum minimale Anzahl von Knoten mal K. Das heißt, wir haben insgesamt so viele für die Blätter plus so viele bis zur Höhe 1 sozusagen. Ne? Das ist auf der Höhe, auf dem Level 2. Die Blätter sind auf dem Level 2. Das sind die Anzahl von Schlüsseln bis zum Level 1. Ja? Und so weiter und so weiter. Und genau dasselbe Spielchen machen wir jetzt, wie gesagt, auch von oben. Und dann bekommen wir diese Reihe hier. Die können wir auch wieder sehr, sehr schön fassen in eine Summenformel. Das ist so 2k mal die Summe. Die Summe geht wieder von 1 bis i, in dem Fall die Höhe, ja, also bis h, also von 0 bis h von 2k plus 1. Für 0 ist es 1, für 1 ist es 2k plus 1, für 2 ist es 2k plus 1 Quadrat und so weiter und so weiter. Also das ist hier genau die Summe in der Klammer und mal 2k. Und das kann man wieder umformen in 2k plus 1 hoch h plus 1 minus 1 und auch das ist von der Größenordnung her wieder logarithmisch. Ja? Das heißt also, minimale und maximale Höhe des Binärbaums ist logarithmisch in der Anzahl der Schlüssel, die in diesem Baum gespeichert sind. Und wie gesagt, das ist genau die entscheidende Aussage. Das bedeutet nochmal, logarithmisch viele Knoten, also logarithmisch in der Anzahl der Schlüssel, die ich in dem Baum untergebracht habe, maximal logarithmisch viele Knoten muss ich laden, muss ich mir anschauen. Das heißt maximal log n viele Seitenzugriffe, o von log n viele Seitenzugriffe, habe ich bei der Suche nach einem Schlüssel. Puh, brauchen wir eine Pause und machen weiter im nächsten Podcast. Bis gleich.